Das große Finale. Bogusz gegen Bellamy. Es war ein langes Turnier. Und hier sind die beiden Finalisten. Es war ein atemberaubendes Turnier. Dieses Finale wird Geschichte schreiben. Wer wird der Champignon? Gucken wir so lange mein Team an. Ich spiele nur mit dem alten Müller, Captain ist der alte Karls. Kishida spielt, nicht nur weil er muss wegen Tsubasa, zwei rote Japaner, sondern weil er auch Club ist, den braucht Victorino. Und er ist gut. Er schwächt auch ein bisschen Abfang. Gito und Gonzalez, die Top-Fettsäcke in der Abwehr. 100% Autofang Schau im defensiven Mittelfeld. Pepe, der Club boostet, also Natureza und Victorino boostet er. Tsubasa mit Chancemaker, sehr neu. Victorino kann gut Doppelpass im Einzelmatchup. Natureza Blockkiller, gut in der Luft. Und Roberto ist Roberto. Und das ist dieser komische Bellamy. Und los geht's. Mein Team habe ich schon vorgestellt. Bellamys Team sieht so aus. Der neue Müller, der soll sehr gut sein. Eine gute Abwehr hat er. Gutes Mittelfeld. Hat er kein Tsubasa? Oh, okay, ich dachte, er hat alle. Und auf der Bank? Nee, auch nicht. Jetzt wäre ich nicht hochgelevelt. Weil wir wissen ja, Bellamy hat wieder mit 30 oder 50 Bällen irgendwie alle 5 gezogen oder 6. Hm. Sehr merkwürdig alles, aber spielen wir es einfach mal los. Er schont seinen Victorino. Er wird kein Passiv einsetzen, kein Verteidigungsskill. Scheiße, jetzt bin ich im Matcher mit zwei Fritzen. Versucht trotzdem mal Doppelpass. Sein Rivaul wird insgesamt zu 58% geboostet. Der geht, glaube ich, voll auf Spanien Aufstellung. Also dürfte er den Ball gleich abfangen. Außer es gibt RNG-Glück. Schauen wir mal. Es gibt kein RNG-Glück. Rivaul gegen Pepe. Ich muss dir mal schnell seinen Victorino doppelt decken. So, Bicam gegen Tsubasa. Immer das Gegenteil. Dass man 100% abfangen. Ciao. So, wer ist denn frei wie ein Papagei? Hier. Roberto. Boah, jetzt 3 Matchup. Sehr nervig. Mit Glück dürfte ich mit Doppelpass durchkommen. Mit Glück. Ui. Iuiuiui. Arschloch. Pisskopf.
Wie gesagt, Mr. 100% abfangen. Schau, nicht 80%, nicht 70, 100. Ah, was? Da war noch einer zwischen? Ah, der Ball geht nicht. Ja, Müller sollte den halten, weil er. Oh, okay, von Sicker wird den auch blocken. Denn Natureza ist gegen von Sicker nicht allzu gut. Oh, obwohl, das wundert mich. Ah, gut. Und wie hoch sind Müllers Werte? Zu gut. Natureza keine Chance. Diesmal habe ich versucht, das Gegenteil zu machen, was ich normal machen würde. Bin ich mal gespannt. Hat geklappt. So, ist Victorino endlich wieder frei? Da ist er doch. Gut, gut, gut. Jetzt sollte ich vom Kasten kommen. Bin ich mal gespannt auf Victorinos Werte gegen den grünen Müller. In meinen Tests hat der grüne Müller trotzdem gegen rote so über 60% Werte gehabt. So tun wir doch mal einfach mal schauen. Kritik ist schon mal gut. Hoffen wir, dass Müller kein Kritik hat. Okay, 60% für mich. Es sieht gut aus, aber wir kennen alle RNG und wir kennen alle Bellamy. Und wer ihn noch nicht kennt, der. Gut. Ich wollte einen Spruch machen, wenn der Ball gehalten wird. Der kennt ihn jetzt, hätte ich dann gesagt. Aber das ist die verdiente Führung. Victorino für die Akademie heißt mein Team ja nicht mehr. Für Bochum. So, und sein Pepe Le Pou am Ball. So, Pepe Le Rivaul mit einem Pass, wahrscheinlich auf Victorino, der jetzt gleich doppelt gedeckt wird. Oder? Jo. Er kann dribbeln und passen und schießen. Ich werde mit beidem hier. Oh, der hat trotzdem noch. Oh, weil Kals volle Energie hat. Scheiße, der könnte durchkommen. Deswegen werde ich mal lieber hier so machen. Oh, G2 hat die 20, die Nummer muss ich wieder ändern. So, wer hat keine Power mehr? Kann ich mal irgendwas versuchen mit. Nee, ich. Natureza müsste eigentlich raus, ne? Ja, Natureza müsste raus. Versuche ich mal. Vier, zwei, zwei. Oder? Erstmal gucken, ob die. Ach, scheiße, die Bande. Ach, verfickt, dieser komische Gito braucht doch noch einen grünen. Okay, dann wieder zurück. Hoffentlich reicht das. Mann,
Mann, jetzt muss Naturisa doch spielen. Alles richtig? Ja. Ah, der legendäre Ken im Tor. Pepe Le Pou gegen C. Dann. Er dribbelt echt. Das ist eine Frechheit. Warum dribbelst du? So, ein Tackling habe ich und den Rest werde ich mit abfangen. Ah ne, Spieltrüne kann ich, gut. Aber braucht auch nicht. Der Ball müsste mir sicher sein, außer er schießt. Ne, er schießt nicht. Und man weiß nie, wie RNG tickt. Geht der Ball durch? Nein. Haben die echt was jetzt mit RNG gefixt? Ne, ich glaube, das ist Zufall heute. So, Kishida gegen Victorino. Ich probiere es mal mit Doppelpass. Ne, Kishida immer noch zu gut, voll an der Seitenlinie. Nicht umsonst spielt er auch bei mir. Stamm wieder. Nach seiner Degradierung. Abseits. Das ist die bekannte Abseitsfalle. Die dürfte jeder kennen. Könnte ich ja mit Naturisa passen. Ne? Ja. Vorne hatte er eh keine Chance. Gegen einen roten Ken Wakashimazu. Oh, Scheiße. Oh, ich wollte passen. Der hat aber keinen Pass. Oh, bin ich blöd. Ach. Der denkt sich jetzt auch, was macht die Idiote? Mann, das war das Dümmste, was ich heute getan habe. Ah, geil. Das ist geil. Oder? Ist halt Pepe Le Pou wieder den Ball. Pepe Le Pou gegen Gonzalez. Das epische Duell, was wir aus dem Manga auch kennen. Le Pou, was kannst du, du Kuh? Le Pou versucht echt zu. Was ist jetzt los? Boah, wenn das eine rote wäre, wäre ich ausgerastet. So, Le Pou, dann schieß mal, Luku. Ich sagte, du sollst schießen. Le Pou. Boah, Mr. 100% Schau, ich liebe dich. Soll nicht Tagebau der beste Passgeber zurzeit sein? Jedenfalls sehr gute Leistung. Es ging drei Fritzen, ey. Ach, Jesus Christus und Maria. Und heilige Mutter Gottes. Schade. Aber leider klar. Und auch noch Regenbogenkritik abfangen, natürlich. Ja, sicher. Abseits. Aber Roberto ist da. Meiner. So, Pepe Le Pou gegen Setu Zidane. Hätte ich nicht gedacht, dass er
Ja, gut, ist aber logisch, dass sich das tickelt. Kein Abseits, aber oh Mist, ey. Oder? Was ist geblockt? Geil, geil, geil. Doppelpass ist geblockt, dann kann ich tatsächlich versuchen, mich abzusichern mit Tackle und abfangen, was irgendwo nicht klappen wird. Er schießt von da aus. Sagt niemals nie, der könnte mit Glück reingehen. Ich mache meinen besten Catch natürlich. Puh, und immer noch 10% Chance, dass er reingeht. Das darf nicht passieren, so eine 10% Chance. So, damit habe ich den Tsubasa.de 2022 Titel gewonnen. Ein episches Spiel und eine tolle Leistung von mir natürlich. Prozent Ballbesitz für Belamin, glaube ich nicht. So, danke, tschüss.